Okay. Sind wir hier? Ignorieren wir die Tür hier oder was? Die ist verschlossen. Zur Gehpumpe drehen oder hier hoch? Vielleicht wäre das mal erstmal ein Anfang. Okay. Und nun? Da können wir auf jeden Fall sowas machen. Vielleicht, weiß nicht, ob wir so weit fliegen können, aber Idee wäre es. Ich habe eine können Idee. Wir das Poster, kannst du das mal ansehen? Paradoxa, keine KI kann ihnen widerstehen. Ich weiß, wie wir ihn besiegen. Stimmt, wir kämpfen noch gegen den, der einst mal unser Freund war, den er zum Anfang geholfen hat. Ist das jetzt der Bosslift oder? Wo sind wir hier? Gut, auf der Arena. Es gibt wohl bessere Pläne, um gegen eine allmächtige, machtgeile KI vorzugehen. Aber immer noch besser als zu explodieren. Ein wenig. Na toll, das kommt mir doch seltsam bekannt vor. Das ist nicht gut. Die Tests kann man wieder. Teil 8, die Unruhe. Zum Teufel nochmal, ihr seid Kästen auf Beinen. Es ist euer einziger Zweck, über Tasten zu laufen. Wie könnt ihr euch eurem einzigen Daseinszweck verweigern? Bring uns
darunter und ich gebe ihm ein Paradoxon. Heißer? Heißer? Kochend heiß? Okay, kälter, kälter, eiskalt. Du erfrierst gerade. Es ist kalt. Ganz, 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 ganz kalt. Nun drück schon endlich den Knopf! Ein Paradoxon. Lustig, oder? Zum Schreien komisch. Wir mucksen hier seit 12 Stunden rum und du hast es nicht geschafft. Am besten wir lachen uns tot. Du hast eine Stunde, ihn zu lösen. Hübsch. Wie wollen wir da jetzt weiterkommen? Diese Kameras kämen. Eine Stunde bis er zurückkommt. Was ist das Ziel dieser Sache? Können wir irgendwie durch die Scheibe durch? Schnappen und durch die Scheiben werfen. Ach, können wir hier vielleicht durch. Das wäre natürlich ein Weg. Ja, ein bisschen gebraucht für. Dass wir hier keine Sprungstaste haben. Oh nein. Löse das Rätsel. Wenn er zurückkommt, präsentiere ich ihm ein Paradoxon. Wir kommen zurück in den Testkammern. Haha, ja! Ich wusste, du schaffst es! Hey, Schwachkopf! Oh. Hallo? War, würde ich sagen. Das war leicht. Ehrlich gesagt, den kenne ich schon, ich Schlitzohr. Es ist ein Paradoxon. Es gibt keine Antwort. Dort. Ich muss zurück in meinen Körper, sonst fliegt alles in die Luft. Falsch. Ich sage falsch. Explosion steht unmittelbar bevor. Anlage warte, sofort evakuiert. Das hatte ich doch repariert. Warnung. Kritischer Reaktor. Ja, repariert. Hey, wie schön, euch wiederzusehen. Ehrlich gesagt, wie es der Zufall will, fehlen mir gerade ein paar Testsubjekte. Ihr kommt also wie gerufen. Und los geht's. Ich hab hier ein paar Kugeln. Wo ist er? Tja. Und los geht's. Würfel sind ohne Würfel ausgeschaltet. Also, los geht's!
will da nicht mitmachen. Los! Nö, nö. Den brauchen wir noch, oder? Du ahnst ja nicht, wie man sich in diesem Körper fühlt. Ich muss einfach testen. Die ganze Zeit. Sonst kriege ich so ein Jucken. Ich muss irgendwie darauf programmiert sein. Oh, aber ich sag dir, wenn ich dann teste... Oh, Junge, Junge, das ist vielleicht ein Feeling. Es ist wie eine Sucht. Ich muss testen. Immer nur testen. Okay, du testest. Ich guck zu, was du so treibst. Und jeder von uns kann zufrieden sein. Warnung, Kernüberhitzung. Kernschmelze steht unmittelbar bevor. Testkammer 1. Ich will nicht mehr. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Er ist nicht ganz einfach. Siehst du die Gräben? Sehr. Oh, ja. Gut gemacht. Oh, das ist einmalig. Ja. Oh, ein tolles Gefühl. Weißt du, es ist gar nicht so einfach, neue Tests zu erstellen. Wieso löst du nicht einfach weiterhin diesen hier? Immer denselben. Und ich kann... ich guck dir dabei zu. Ja, das gefällt mir. Los geht's! Mach's einfach nochmal! Und nichts. Naja, ich hab's zumindest versucht. Okay, neue Tests. Neue Tests. Hier müssen doch noch irgendwo irgendwelche Tests sein. Ja, ich hab mein Paradoxonplan geht nicht auf. Nice. Und es hat mich fast getötet. Zum Glück weiß er wohl über die Testentwicklung ebenso wenig wie über logische Widersprüche. Das war jetzt irgendwie... Wir haben also eine Chance, ihn zu finden. Alles in Butter. Ich habe gerade ein paar neue Tests erfunden. Dieser Test ist von mir. Nicht ganz, nicht ganz. Siehst du das Wort Test da an der Wand? Das ist brandneu. Ah ja, wie war das nochmal? Ich erinnere mich nicht ganz. Gehen wir irgendwo in Kumbus oder? Okay. Wir brauchen wohl irgendwas zum Drauflegen. Aber nicht ganz.
Na, das hätte besser klappen. Hätte besser klappen können. Warum geht ihr zwei nicht schon weiter? Ich hole euch dann ein. Okay, jetzt machen wir die ganzen Tests von Gladus noch einmal. Die schlechte Nachricht, das sind meine Tests. Sie sind also tödlich. Die gute Nachricht, es gibt bisher keine. Darauf komme ich später zurück. Aha. Verstehe ich nicht. Wer auch wieder braucht sowas. Ich würde dir gern bei den Tests helfen, aber ich kann nicht. Entschuldige, du bist allein. Na, sehr toll. Muss wohl zur Komplettlösung greifen. Diesen Test habe ich selbst entworfen. Zusammengesetzt aus kleineren Tests, die hier so rumlagen. Hab sie zusammengeschustert. Es gibt Tasten, ja, Schächte, bodenlose Gruben, alles Mögliche. Einfach sensationell. Okay, das dauert viel zu lange. Ich sag dir einfach, wie man die Tests löst, ja? Siehst du die Taste da drüben? Geh da rüber. Darum kann ich dir beim Test nicht helfen. Egal. Löse es selbst. Du bist auf dich allein gestellt. Sind denn noch? Ich habe einen abgeriegelten Bereich mit hunderten Testkammern entdeckt. Völlig ungenutzt und voller Skelette. Ich habe ein bisschen aufgeräumt und jetzt sind sie so gut wie neu. Skelette, richtig. Ich hatte wohl doch einen Testvorrat. Na toll. Oh,
Und los geht's. Sei ehrlich, man merkt es gar nicht, oder? Nein. Ich will klar, dass es zurückkam. Die Tests im Portal 1 waren leichter. Nicht so nervig. Vielleicht vorsehen können. Wir irgendwie hochkommen.
Kosten. Los. Wir kommen der Sache nicht. Oh, wie enttäuschend. Oh nein, es passiert schneller als gedacht. Es wird schon alles werden. Sind denn nur noch ein paar Testkammern? Noch 16, 17. Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Mit Freuden. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Einige meiner besten Freunde sind teilweise... Du bist adoptiert. Was? Kein Schwachkopf! Sicher unbedeutend. Teste weiter. Ich suche nach einem Ausweg. Der letzte Test war ziemlich enttäuschend. Höflichkeit hilft bei dir offenbar nicht weiter. Versuchen wir es mal auf ihre Weise. Dickerchen, adoptiertes Hausbäckchen. Fetti, Fetti ohne Eltern. Und? Was? Was ist so schlimm am Adoptiertsein? Was schlimm daran ist, adoptiert zu sein? Zunächst mal... Damit du es weißt, du bist adoptiert. Echt schlimm. Außerdem... Ich will, dass er die Fassung verliert. Mach mit. Einige meiner besten Freunde sind vollweisen. Schau sie an, du Schwachkopf. Sie ist nicht fett. Ich bin kein Schwachkopf. Mach schon, mach einfach den Test. Schwachkopf. Das Gefühl wie. Ja, das gucken wir den Kubus vor. Ja. Wir müssen den Kubus hier drauflegen, damit das sich in die andere Richtung...